Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Giordano Bruno Stiftung. Der traditionelle Neujahrsempfang der GBS muss leider auch 2022 Corona-bedingt ausfallen. Deshalb senden wir nun diese Neujahrsansprache aus dem virtuellen Studio Düsseldorf, das immerhin im Hintergrund den schönen Rheinblick aus dem Stiftungshaus wiedergibt. Ich habe die große Freude, Ihnen heute das GBS-Schwerpunktthema 2022 vorstellen zu dürfen. Es lautet das säkulare Jahrzehnt. Was hat es damit auf sich? Nun, 2022 wird der Bevölkerungsanteil der Katholiken und Protestanten erstmals in der deutschen Geschichte unter 50% sinken. Und vermutlich werden spätestens am Ende dieser Dekade, 2032, die konfessionsfreien Menschen die absolute Mehrheit in Deutschland stellen. Wie bemerkenswert dieser Säkularisierungstrend ist, erkennt man, wenn man sich die historische Entwicklung vor Augen führt. 1871, bei der deutschen Reichsgründung, waren geschlagene 98% der Deutschen Katholiken oder Protestanten. 1933, bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten, waren es 96%. 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, 95%. In Westdeutschland stellten Katholiken und Protestanten noch 1970 trotz der 68er-Bewegung imposante 93% der Bevölkerung. Das heißt, innerhalb eines ganzen Jahrhunderts, von 1870 bis 1970, ist der Bevölkerungsanteil der Katholiken und Protestanten gerade einmal um 5 magere Prozentpunkte gefallen. Danach jedoch setzt eine erstaunliche Dynamik ein. Bis 1987 sinkt der Anteil der Katholiken und Protestanten in Westdeutschland um 9 Prozentpunkte auf 84%. Durch die Wiedervereinigung reduziert sich ihr Anteil um weitere 10 Prozentpunkte auf 73%. 2011 bekennen sich nur noch 61% der Bevölkerung zur katholischen oder evangelischen Kirche. Ende 2020 sind es nur noch 51%. Umgekehrt verläuft der Trend bei den Konfessionsfreien. 1871 sind sie statistisch kaum vorhanden. Ihr Bevölkerungsanteil liegt höchstens bei 1%. 100 Jahre später, 1970, machen sie noch immer weniger als 4% der Bevölkerung in Westdeutschland aus. 1987 sind es aber dann schon 10% und nach der Wiedervereinigung rund 22%. 2011 stellen sie mit 32% bereits die größte Gruppe in Deutschland und Ende 2020 liegt ihr Bevölkerungsanteil bei beeindruckenden 41%. Er hat sich also seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs vervierzigfacht, während sich der Bevölkerungsanteil der Katholiken und Protestanten im gleichen Zeitraum halbiert hat. Setzt sich der stabile Trend der letzten Jahre fort, demzufolge der Bevölkerungsanteil der konfessionsfreien Menschen pro Jahr um etwa 1 Prozentpunkt steigt, werden die konfessionsfreien Menschen spätestens 2032 die absolute Mehrheit in Deutschland stellen. Und dies wird zweifellos markante politische Veränderungen nach sich ziehen. Denn warum auch sollte sich eine konfessionsfreie Mehrheit weiterhin Gesetzen unterwerfen, die von überkommenen religiösen Dogmen bestimmt sind? Die Bandbreite der Gesetze, welche die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger unzulässig einschränken, reicht von der Wiege bis zur Bahre, ja sogar darüber hinaus, nämlich vom Embryonenschutz, der zur Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs geführt hat, bis hin zum Friedhofszwang, der uns verbietet, die Asche unserer Verstorbenen im eigenen Garten zu verstreuen. Viele dieser Gesetze stammen übrigens, was oft verdrängt wird, aus der Zeit des Nationalsozialismus. Als Staat und Kirche gemeinsam Jagd auf Gottlose machten, galt der Atheismus doch als Ausdruck einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft hat in der jüngeren Vergangenheit bereits zu einer wichtigen Veränderung der Gesetze geführt. So wurde beispielsweise die auf christlichen Dogmen beruhende Verfolgung von Homosexuellen aufgegeben,
und die vermeintlich heilige christliche Ehe für alternative Lebensformen geöffnet. Und das ist auch gut so. Mitunter jedoch hat die deutsche Politik alle Meinungsumfragen ignoriert und sich eindeutig auf die Seiten der christlichen Amtskirchen gestellt. So geschehen etwa im Jahr 2015, als der Deutsche Bundestag gegen das eindeutige Votum der Bevölkerung das sogenannte Sterbehilfeverhinderungsgesetz, § 217 StGB, verabschiedete. Erfreulicherweise ist das Bundesverfassungsgericht 2020 unserer Argumentation gefolgt und hat das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Auch das ist gut so, ändert aber nichts an dem zugrunde liegenden Skandal, dass die deutschen Bundestagsabgeordneten mehrheitlich im Interesse der Kirchen ein Gesetz verabschiedet haben, das eindeutig nicht auf dem Boden unserer Verfassung stand. Möglicherweise stehen wir aber nun vor dem Ende der Kirchenrepublik Deutschland. Mit Olaf Scholz hat erstmals in der deutschen Geschichte ein Konfessionsfreier die Regierungsverantwortung übernommen. Gab es zuvor in den deutschen Bundesregierungen meist keinen einzigen Konfessionsfreien, so sind es im Kabinett Scholz immerhin 7 Personen. Darüber hinaus verzichteten erstmals 8 von 17 Kabinettsmitgliedern auf die Gottesformel bei der Vereidigung ins Amt. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Frau Präsidentin, ich schwöre es. 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 Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Diese neue Säkularität der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker äußert sich auch in dem Koalitionsvertrag, den SPD, FDP und Grüne ausgehandelt haben. So haben sich die Regierungsparteien darauf geeinigt, den umstrittenen Paragraphen 219a, die sogenannte Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, als ob es so etwas jemals gegeben hätte, aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Dies ist ein großer Erfolg für die von uns unterstützte Pro-Choice-Bewegung insgesamt, vor allem aber für die Gießener Ärztin Christina Hähnel, die wir in ihrem juristischen Verfahren durch alle Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht begleitet haben. Die Streichung des Paragraphen 219a ist zweifellos ein erster wichtiger Schritt, aber er reicht beileibe nicht aus. Denn die deutsche Rechtsordnung ist summa summarum keineswegs rational, evidenzbasiert und weltanschaulich neutral, sondern wird in vielen Fällen von höchst obskuren religiösen Dogmen bestimmt. Wir hoffen sehr, dass die neue Bundesregierung die historische Chance zu einer neuen säkularen Rechtspolitik ergreifen wird, damit irgendwann einmal tatsächlich alle hier lebenden Menschen gleiche Rechte und Pflichten haben und niemand aufgrund seines Glaubens oder Unglaubens diskriminiert wird. Allerdings wird dieses Projekt kein Selbstläufer sein. Wir können uns also nicht einfach zurücklehnen und darauf hoffen, dass sich die politischen Verhältnisse im Zuge der fortschreitenden Entchristlichung der Gesellschaft von selbst verändern werden. Es braucht vielmehr aktive Säkularistinnen und Säkularisten, um die Säkularisierung im Bereich der Politik voranzutreiben. Wir haben dies in den letzten Jahren immer wieder erlebt, um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen. Hätten sich die betroffenen Verbände und die Giordano-Bruno-Stiftung in den letzten 15 Jahren nicht kontinuierlich mit Demonstrationen, Pressekonferenzen, juristischen Verfahren und Kunstaktionen in die Debatte eingemischt, so wären die in kirchlichen Organisationen begangenen massenhaften Misshandlungen und Vergewaltigungen von Kindern und Jugendlichen heute möglicherweise kein so großes Thema mehr. Zu stark war nämlich der Wunsch, nicht nur der Kirchen, sondern auch des Staates, diesen ungeheuren Skandal schnellstmöglich wieder unter den Teppich zu kehren. Es braucht also einen gewissen gesellschaftlichen Druck, damit sich die Dinge verändern. Und da die Religionsgemeinschaften so massiv auf das Parlament einwirken, bräuchte es nun vor allem auch eine starke säkulare Lobbyorganisation, die den Politikerinnen und Politikern auf den Füßen steht und sie daran erinnert, dass die Mehrheit der Deutschen, ob konfessionsfrei oder nicht, längst schon ein Leben jenseits religiöser Gängelungen führen will. Die Giordano-Bruno-Stiftung kann diese Lobbyorganisation nicht selbst sein.
Da wir als Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung eine gewisse Distanz zu den Schaltzentralen der Macht aufrechterhalten wollen, um weiterhin frei, ohne politische Rücksichtnahme, denken und handeln zu können. Aber die GBS wird ab diesem Jahr die Arbeit einer solchen Lobbyorganisation mit ihren Mitteln maßgeblich unterstützen, nämlich den Aufbau des sogenannten Zentralrats der Konfessionsfreien. Den Aufbau eines solchen Zentralrats haben wir schon 2004 im Gründungsjahr der Giordano-Bruno-Stiftung vorgeschlagen. Dies scheiterte damals jedoch am Widerstand der anderen säkularen Organisationen, was vielleicht, aber auch gut so war. Denn wenn wir ehrlich sind, hätten wir ein solches Projekt 2004 noch gar nicht gut stemmen können, weil wir weder die notwendigen finanziellen Ressourcen noch den erforderlichen organisatorischen Unterbau besaßen. Schließlich gab es 2004 noch keine Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, die aufzeigen kann, dass die Gruppe der Konfessionsfreien in sich homogener ist als etwa die Gruppe der Kirchenmitglieder. Es gab auch keinen humanistischen Pressedienst, der säkularen Positionen eine Stimme verleiht. Es gab weder ein Institut für Weltanschauungsrecht, das juristische Verfahren bis in die europäische Ebene durchkämpfen kann, noch ein Hans-Albert-Institut, das die mitunter sogar verfassungswidrigen Empfehlungen des Deutschen Ethikrats kritisch unter die Lupe nimmt. Wir haben all diese Institutionen und einige andere mehr in den letzten 17 Jahren erst schaffen müssen. Und deshalb verfügen wir im Grunde erst jetzt über die notwendigen Voraussetzungen, um einen Zentralrat der Konfessionsfreien erfolgreich etablieren zu können. Dass es nun tatsächlich dazu kommt, ist vor allem Dr. Rainer Rosenzweig zu verdanken, der unter anderem Präsident des Koordinierungsrats säkularer Organisationen, kurz CORSO, und des Humanistischen Pressedienstes ist. Er hat im vergangenen Jahr die Mehrheit der säkularen Verbände davon überzeugen können, den CORSO in Zentralrat der Konfessionsfreien umzubenennen und ihn zu einer effektiven Lobbyorganisation umzugestalten. Sprecher des Zentralrats, der sich im Laufe dieses Jahres erstmals der Öffentlichkeit präsentieren wird, ist Philipp Möller, der als Pressesprecher der säkularen Buskampagne und mehrfacher Bestsellerautor sicherlich die richtigen Worte finden wird, um die Repräsentantinnen und Repräsentanten des deutschen Staates auf die Interessen der religionsfreien bzw. religionsfernen Bürgerinnen und Bürger hinzuweisen. Bis 2032, also bis zum Ende dieses ersten säkularen Jahrzehnts, wollen wir einiges erreicht haben. So sollte die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, die nicht auf rationalen Argumenten, sondern auf geradezu aberwitzigen religiösen Dogmen gründet, bis 2032 Geschichte sein. 150 Jahre lang hat die Frauenbewegung gegen diese Kriminalisierung gekämpft. Wir wollen alles daran setzen, dass es am Ende keine 160 oder noch mehr Jahre sein müssen. Fallen sollten natürlich auch die historischen Staatsleistungen, die seit über 100 Jahren verfassungswidrigerweise an die Kirchen gezahlt werden. Ebenso fallen muss das kirchliche Arbeitsrecht, das nicht nur Konfessionsfreie, sondern auch Juden und Muslime, Schwule und Lesben diskriminiert und das viele zwangskonfessionalisierte Menschen in Deutschland daran hindert, von ihrem Grundrecht auf Weltanschauungsfreiheit Gebrauch zu machen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Was ich hier vortrage, ist zwar eine Kampfansage an die herrschenden Rechtsverhältnisse, aber keine Kampfansage an Gläubige. Wir wissen sehr wohl, dass es in den Kirchen viele Menschen gibt, die die Dinge ähnlich sehen wie wir. Auch sie wollen in einer offenen Gesellschaft leben, in der niemand aufgrund seines Glaubens oder Unglaubens privilegiert oder diskriminiert wird. Wer säkular denkt, muss nicht notwendigerweise religionsfern oder gar religionsfeindlich sein. Im Gegenteil, denn echte Religionsfreiheit entfaltet sich nur im säkularen Staat. Auch Gläubige sollten daher verstehen, dass gleiches Recht für alle nur in einem Staat garantiert werden kann, der weltanschaulich neutral ist,
sich also nicht einseitig für die Interessen bestimmter Bekenntnisgemeinschaften instrumentalisieren lässt. Diese säkulare Haltung wird auch wichtig sein, um der Herausforderung des politischen Islam zu begegnen. Denn der moderne Rechtsstaat kann Muslimen nicht verwehren, was er Christinnen und Christen gewährt. Wer also nicht will, dass die Muslimbrüder in die Lage versetzt werden, religiöse Sonderrechte für ihre Propagandazwecke auszunutzen, der darf diese Möglichkeit auch den christlichen Kirchen nicht einräumen. Anders formuliert, nur wenn der Staat als unparteiischer Schiedsrichter auf dem Spielfeld der Religionen und Weltanschauungen auftritt, besitzt er die notwendige Glaubwürdigkeit, um die für alle geltenden Spielregeln durchsetzen zu können. Insofern ist der Einsatz für den weltanschaulich neutralen Staat zugleich auch ein Einsatz zur Verteidigung der offenen Gesellschaft gegen ihre wiedererstarkten Feinde. Wenn es uns gelingt, den etwas antiquierten deutschen Staatsapparat in den nächsten 10 Jahren ins 21. Jahrhundert zu heben und die vielen unschönen Rudimente der einstigen Vermählung von Thron und Altar zu beseitigen, dann sind wir schon ein gutes Stück weiter in Richtung einer freieren, gerechteren, offeneren Gesellschaft. Dies ist ein Ziel, für das es sich, wie ich meine, zu kämpfen lohnt. Und ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Menschen diesem ambitionierten Projekt anschließen würden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein engagiertes, aber natürlich ebenso gesundes, erfolgreiches und freudvolles Jahr 2022.